Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dalbert TV. So, wir stehen wieder mal vor dem Wettgebäude, diesmal aber missionsbedingt und nicht antibiotikabedingt. Ich habe Munition für meinen Robotikgeschützturm, wir haben das selbstgebaute Gewehr und wir haben den Knüppel, den könnte ich jetzt einmal noch reparieren. Kurz gucken, ob hier Munition drin ist, sehr gut. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. Natürlich muss ich mich hier wieder reinprügeln. Oder soll ich da gar nicht rein? Da soll ich vermutlich rein. Mir fällt gerade auf, das hätte ich auch letztes Mal schon machen können. Naja, so, also als wir hier so drin waren, war hier hinterm Tresen eine nette Dame versteckt. Sie ist auch nach wie vor noch da. Und sie ist auch weg. Sehr cool. So, dann gucken wir uns mal schnell die Regale an. Aloe-Creme nehme ich sehr gerne. Unberührter Schrank. Ein leeres Glas. Na super. Das hätte ja kaum besser sein können. Darf ich hier irgendwas looten? Nö. Und da auch nicht. Die Topfpflanze können wir mitnehmen. Ach so, warte mal. Das ist doch der... Jetzt verstehe ich das. Sekunde, komme ich da irgendwie so hoch? So nicht. Mit Anlauf vielleicht. So. Und so. Jetzt haben sie das Ding dahin gebaut, dass ich da nicht drankomme. Aber an den Sack, da müsste ich drankommen. Wenn es denn einer wäre. Du blödes Mistvieh, ich komm runter. Messerchen auspacken. Dann haben wir die Stange nämlich schon mal beseitigt. War jetzt nicht der große Plan, aber ist egal. Was wir haben, haben wir. So, und jetzt machen wir das ganze Spiel nochmal. Ups. Und holen uns zumindest schon mal den Blumentopf da oben noch weg. Wenn das denn geht. Ne, aber da hinten war auch irgendwas. Da liegt glaube ich, noch ein Zombie rum. Egal, machen wir einfach erstmal weiter. Tiere gab es ja hier keine. Nur die nette Dame, die wir eben schon gesehen haben. Oh, schön mit Salto. Vitamine, was bringt das denn hier? Schadensverminderung. Das ist ganz nett. Können wir uns für die Horde-Nacht mal aufheben. Schränke gehen alle nicht. Hier geht was. Wir kriegen einfach kein Antibiotika. Ob das vom Spiel wohl gewünscht ist? Wenig Honig, gar kein Antibiotika. Ist hier irgendwas drauf? Nö. Da geht auch alle nichts. Hier auch nicht. Hier geht's weiter. Da nicht. So, hier wäre normalerweise jetzt die Schlange von oben runtergekommen. Die haben wir ja schon platt gemacht. Da oben wäre jetzt der Blumenkübel. Aber dafür jetzt extra da hochbauen und so, habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust zu. Lassen wir einfach mal bleiben. Was haben wir denn hier Schönes? Schuhe. Ja. Nee, ich behalte die Cowboy-Stiefel. Die Dinger verkaufen wir einfach. Ach, guck mal. Hier ist ja der Tresor. Wie ging denn das mit diesen Dietrichen nochmal? Mal sehen, ob was packt. Ich glaube, bis 3 Sekunden oder so wird ja immer gespeichert, der Fortschritt, wenn der Dietrich kaputt geht. Und ab 3 Sekunden musst du halt immer wieder komplett von vorne anfangen. Aber das wäre jetzt eine Nummer, wenn wir komplett durchkommen. Der Dietrich ist zerbrochen. Machen wir es nochmal. Ja, 3 Sekunden. Ich hoffe, du bist es wert. Na, 2 Versuche noch. Geil, alle Dietriche weg und der Tresor geht nicht auf. Und nochmal, das ist der letzte. Herrlich. Ja, also aufschlagen werde ich das Ding mit Sicherheit nicht. Packen wir uns mal die Schaufel hier wieder rein. Und die Trefferpunkte haben sich auch nicht wirklich verändert. Gut, dann weiter im Text. Ich glaube, hier draußen hatten wir ein bisschen Action zu erwarten. Kann ich mich irgendwie entsinnen. Machen wir so. Und los geht's. Weiß gar nicht mehr, von wo die kamen. Ich glaube, einer kam da raus und hier drinnen sind ein paar. Da sind sie doch schon.
Irgendwie muss ich mir das mit dem Geschützturm noch mal ein bisschen anders machen. Gucken wir mal, ob der Geschützturm das alleine geregelt kriegt hier. Okay, also ich denke mal, in der Horde-Nacht wird mir das Ding hier eine Riesenhilfe sein. Finde ich schon mal gut. Gedroppt habt ihr alle nix. Hier ist ein bisschen Beton drin. Und ein Müllhaufen. Herrlich. Wollte gerade sagen, wird das dunkel, aber nein, es ist schon wieder Wetter. Hier war nirgends sowas drin. Wir gucken aber trotzdem nochmal. Vorsichtshalber. Vielleicht habe ich ja letztes. Na lecco mio, Alter. Switch doch mal um. Kurz den Geschützturm aufstellen. Super. Boah, hat der Geschützturm den Hund. Ich hätte einfach mit der Keule weiter drauf kloppen sollen. Der hatte ja nicht mehr viel. Okay, der war letztes Mal nicht hier, der Drecksack. So, einmal kurz Wunden lecken. Ich habe doch hier so ein Ding. 180 Gesundheit, ja gut. Puh. Machen wir das jetzt oder warte ich das einfach kurz ab? Ich habe schon wieder Infektionen. Ich habe irgendwelche Wunden. Alter. Lass mich mal gerade gucken. Also behandelte Schürfwunde, Gehirnerschütterung, da ging Schmerzmittel. Habe ich natürlich nichts. Gebrochener Arm. Eine Schiene oder ein Gips. Schiene läuft schon mal. Tiefe Schnittwunde. Ein Nähset oder ein einfacher Verband. Geht nicht. Geht. Und was haben wir hier? Vitamine. Alter, diese Hunde sind ja richtig mies. Da geht's nur mit Schmerzmittel. Habe ich aber aktuell nichts. Ja, komm los, benutzen wir das Ding jetzt. Ich sehe da jetzt keine andere wirkliche Option. Alter, leck mich an die Füße. So. Jetzt die große Frage, wo kam der Drecksack jetzt her? Gibt es da noch mehr von? Hier ist nichts weiter. Hier auch nicht. Ah ja, richtig. Hier ist ja im Prinzip schon Ende. Hier habe ich ja letztes Mal die Nacht verbracht. So, ich weiß, einer kommt hier Minimum. Da aus der Wand kommen die Jungs raus. Lauf mal hier rüber. Zack. Unglaublich, dass mein Leben schon wieder so weit unten ist, ne? Aber gut, was willst du machen? Und diese Infektion, ich könnte echt kotzen. Jedes Mal aufs Neue. Ist da diesmal was? Ne. Gut, dann können wir auch da schon wieder weiter. Laden wir einmal durch das gute Stück. Also der Geschützturm hilft enorm. Kann ich den schon da unten reinstellen? Ach so, hier war ja die Leiter, ne? Machen wir es mal ein bisschen heller. Stoff brauchen wir aktuell eigentlich nicht. Zwei Stück direkt wieder. So, die sind beide hin. Gucken wir noch weiter. Ich glaube, hier drin war auch. Ne, die ist verschlossen. Irgendwo kam hier noch was. Tagebuch des Jägers. 10% mehr Schaden am Berglöwen. Haben wir noch keine von gesehen, aber wir lesen es mal trotzdem.
Hunger hat er. Kann aber überlegen, ob das so schlau ist, den Geschützturm, das Geschütz auf jeden Fall hier hinten stehen zu lassen oder ob ich das lieber mal mitnehme. Falschen Knopf gedrückt, passiert auch mal. So, zu looten gibt es hier nicht allzu viel, so wie es aussieht. Noch mal kurz durchgucken wegen Scrappen. Da ist noch einer. Oh, ein Grillrost, sehr schön, den habe ich nämlich auch noch nicht. Verkaufe ich alles. Was bist denn du? Wahrnehmung plus 1, okay. Hier war doch auch irgendwas. Ja, einmal Müll. Können wir auch direkt scrappen. So, ich erinnere mich, hier war, glaube ich, ein Wohnwagen oder sowas. Wahrscheinlich auch noch mal ein Hund. Gott sei Dank kein Hund, aber drei Zombos. Helfen wir dem Geschützturm mal ein bisschen. Gute Nachricht ist, der Geschützturm hält die zumindest auf Trab, ne, und schmeißt die auch gerne mal zu Boden zwischendrin. So, hier war jetzt nichts weiter zu holen. Da vorne wäre noch was zum Umbuddeln. Und ich glaube, das Fass konnte man looten, ne? Echt so ein Ärger, dass wir schon wieder keine Antibiotika bis jetzt bekommen haben. So, das haben wir. Da ist auch nichts weiter gewesen, da auch nicht. Ich glaube, da oben drauf war irgendwas. Kurz mal gucken. Oh, so einer. Komm mal hier raus, mein Lieber. Haben wir ein bisschen Unterstützung wenigstens. Boah, der hat aber auch eine Range. Aber nur, wenn ich nah genug dran Ah ja, säubere das Gebiet ist abgeschlossen. Dann lass uns mal den Loot holen. Okay, also ich muss jetzt im Nachhinein sagen, das war auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das Ding einzupacken beim Händler, auch wenn das richtig gut gekostet hat. Aber wir konnten es uns leisten und das war das Sinnvollste, was ich da jetzt gesehen habe. Was gibt's? Plastik. Wenn ich das jetzt da rausbuddle, dann dürfte doch bitte nicht alles zusammenfallen. Ne, sieht gut aus. So. Gab es hier Vögel? Irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ne. Soon. Sie haben ihr Ziel erreicht. Honig? Das ist schon. Ich bin genau bei 5%. Das müsste also theoretisch ausreichen. Den Lederkoffer noch. Was habe ich denn armtechnisch eigentlich an? Dass die Dinger immer nichts bringen. Ach, ich habe schon Eisendinger. Okay, ja, dann ist wurscht. So, jetzt können wir mal gerade die Axt ausprobieren. Ich glaube, die ist nämlich ein bisschen effektiver. Ah, wobei, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Weil die halt langsamer ist, ne? Aber ist egal, wir machen erstmal alles auf. So, Buchkiste. Füge niedergeschlagenen und betäubten Gegner 20% zusätzlichen Schaden zu. Das finde ich richtig cool. Und durch diesen kannst du lernen, wie man Kartoffelsamen macht, so wie es aussieht. Nehmen wir natürlich auch mit. So, was gibt's hier? Noch ein Buch. Elektrozeitschalter-Relay und elementare Sensoren. Die Gehirnerschütterung haut wieder rein. Weißt du, das Spiel war jetzt nicht mal so nett und hat mir eine Schmerztablette gegeben. Was brauche ich eigentlich für Schmerztabletten? Kann ich die irgendwie herstellen? Mein Caps ist aktiviert. Kann man die gar nicht herstellen? Scheinbar nicht. Krass. Judy, dann haben wir die Bude hier leergeräumt. Wieder mal kein Antibiotika bekommen, was ich sehr, sehr schade finde. Ultra überladen sind wir.
Nee, komm, dann gehe ich noch mal hier hoch und springe übers Dach, finde ich besser. Geht schneller. Dann müssen wir eh wieder nach vorne das Fahrrad einsammeln. Das müsste da sein. Da, wo gerade die Wanderhorde kommt, da ist das Fahrrad. Ich bin schon wieder so dermaßen lame. Ist eigentlich mit dieser Infektion? Heilt die? Ja, die heilt. Sehr cool, für 4%. Ja, passt ja genau. Kann ich irgendwas scrappen? Die verkaufe ich natürlich. Nee, komm, ist egal. Im Fahrrad ist ja nicht weit. Das kriegen wir hin. Dann fahren wir jetzt einmal runter zum Händler. Und ja, ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, wo wir die Hordenacht verbringen wollen. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht habe ich Glück und die merken mich gar nicht. Ich glaube aber nicht. Es hört sich auch an, als wären hier sau viele irgendwie. Sau viele ist leicht untertrieben. Da war ein Bauplan drin. Bin ich jetzt gerade nicht wieder. Habe ich den zu Boden geworfen? Ach, der war schon tot. Deswegen, wo ist der Bauplan? Da ist er gelandet. Brennender Schaftmod benutzen. Keine Munition mehr. Na herrlich. Ausgerechnet jetzt, wo ich dich wirklich brauchen würde. Aber Level Up hat es gegeben. Naja, so viele sind es ja nicht mehr. Autsch. Oh. Ach, Jungs. Ultra überladen und so. Hör auf, mich anzuchargen, mein Lieber. So, das hat gepasst. Jetzt bauen wir auf jeden Fall schnell Munition nach, sonst kriege ich hier Probleme. Und zwar 72 Schuss. Ah. Ich muss vorher kurz was ins Fahrrad noch laden. Und zwar Grillrost. Das brauchen wir definitiv erst zu Hause. Und jetzt die 72 Schuss hiervon herstellen. Und da sehe ich auch schon, Metall ist jetzt schon wieder so ein bisschen Mangelware. So, dann mal schnell nach Hause gedüst. Beziehungsweise zum Händler, nicht nach Hause. Paar Sachen verkaufen, Mission abgeben und dann ist es ja schon wieder soweit. Bin am Überlegen, ob wir nochmal eine nächtliche Mission versuchen. Jetzt mit dem Geschützturm. Wahrscheinlich ein bisschen leichter, je nachdem, was wir für eine kriegen. Von der Zeit her sollte es ja noch passen. Also einmal eben gucken. Die Jetons brauche ich auf jeden Fall. Achso, nee, warte mal. Ich packe hier natürlich Zeug rein, was ich behalten will, nicht Zeug rein, was ich verkaufen will. Das will ich nämlich verkaufen hier. Das behalten wir, das verkaufe ich, das behalten wir, das behalten wir, dann ist voll. Dann laden wir dich noch nach und gehen schon mal rein. Dunkel hast es hier, mein Lieber. Kannst dir keine Lampen leisten? Bring dir doch eigentlich genug Zeugs rein. Och, so einiges. Eisenhandschuhe oder Pistole? Ich glaube, ich nehme die Eisenhandschuhe. Oder doch die Pistole? Munition haben wir eigentlich. Eine Dreierpistole, schon ganz nett. Ich nehme die Pistole. Ich glaube, das wird uns besser helfen. So, nur nachts abholen, abholen, säubern. Richtung Süden. Machen wir mal. Und jetzt einmal schnell noch verkaufen. Du weg. Ihr weg. Das weg. Irgendwas hatte ich noch. Die beiden hier noch weg. Nochmal sortieren. Die Brille behalte ich. Das behalte ich alles. Das war schon, ne? Juti, Tag 7, also erst am nächsten Tag.
Gut, dann lass uns mal gucken, ob wir das jetzt vielleicht noch hinkriegen, so schnell wie es irgendwie geht, darüber zu eiern. Aber 300 Meter ist schon knackig, ne? Für so eine Mission. Aber wir machen das. Kann ich Licht eigentlich anmachen bei dem Fahrrad? Glaub nicht. Was war denn Licht? F, glaube ich, ne? Mal wieder auf die Straße zurück. Hier unten ist auf jeden Fall wieder ein Wohnhaus. Gucken wir mal, wie das zeitlich hinhaut. Bisschen was zu essen wäre jetzt natürlich noch eine schicke Nummer gewesen, aber gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Ein Wohnhaus mit Garage. So, dann lasst uns mal eben schauen, was wir hier vielleicht noch hin und her tauschen können. Das kann ich scrappen. Die Jetons können da hoch. Und ja, jetzt so drüber nachgedacht, wisst ihr was? Ich baue eine Truhe. Aber das hat sonst keinen Sinn. So, das wieder hier hin. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das brauchen wir alles nicht. Das auch nicht. Das Ei auch nicht. Das trübe Wasser nicht. Feder ist auch egal. Knochen ist egal. Das kann hoch. Das kann hoch. Das kann hoch. Das kann hoch. Das auch. Das auch. Und die beiden auch. Die Pistole hat, glaube ich, gerade gar keine Muni drin. Können wir mal kurz nachgucken. Nee, hat sie nicht. Dann kann die nämlich auch erstmal in die Kiste. Und dann bin ich soweit zufrieden. Ja, passt. Bin ich mit happy. Das lassen wir genau so stehen. Und dann würde ich sagen, weil wir jetzt hier auch wieder eine Garage haben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und morgen geht es hier weiter mit der nächsten nächtlichen Mission. Mal schauen, ob wir es diesmal ohne Sterben hinbekommen. Vielen Dank. Tschüss.